Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und heute zu Gast eine tolle Schauspielerin. Ich freue mich sehr aus das Quartett. Herzlich willkommen, Annika Blendl. Wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's sehr gut und ich bin zu Hause im Arbeitszimmer. Und in welchem Bundesland ist dein Arbeitszimmer? In Bayern. In Bayern. Wie schön. Das Quartett ist irgendwie eine mega Erfolgsstory geworden. Der letzte Fall, die Tote vom Balkon, über 7 Millionen. Was ich auch super finde. Und die Produktion freut sich, dass du gerade bei deinem Bruder unterkommst in der Zeit. Achso, nee, das ist neu. Der ist da gerade erst hingezogen, im Lockdown sozusagen, ja. Okay, alles klar. Wie viele Tage dreht ihr denn an so einem Quartettfilm? Ah Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich glaube 22 oder 23 Tage. Das ist aber, ich hätte jetzt fast gedacht, dass ihr da 2-3 Monate eures Lebens verbringt. Nee. Also gut, wir proben davor und Kostümprobe und alles, das zählt ja dazu. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir mehr Drehtage haben als alle anderen. Und du spielst Pia Walter, die Kommissarin, die so ein bisschen mit sich kämpft, ob sie jetzt raucht oder nicht. Ist das für dich schwierig zu spielen oder ist das ja gelebte Vergangenheit oder Gegenwart? Nee, ist gelebte Vergangenheit. Also ich rauche eigentlich gerne. Wenn es auch nicht so ungesund wäre, würde ich es weitermachen. Aber ich mache es nicht, weil ich einfach an die Gesundheit denke. Und ich finde es auch, das ist jetzt, wenn man es jetzt tut, dann merkt man es wirklich noch viel, viel mehr, als wenn man 20 war. Und war das für dich ein Kriterium zu sagen, ich weiß nicht, ob ich die Rolle nehme? Oder hast du gesagt, ich will das nicht? Oder geht das überhaupt, das zu sagen? Nee, ich rauche ja Kräuterzigaretten. Ah. Genau, also das sind so Filmzigaretten, die stinken wahnsinnig und die sind so ekelhaft, dass man eigentlich auch nicht süchtig wird davon. Das ist natürlich total gut. Das Besondere bei dieser Krimiserie ist, weil wir haben ja doch einige in Deutschland mittlerweile, ich glaube Arzt versus Krimi, da ist immer noch die Frage, welche Produktion da wen überholt. Was ist bei euch das Besondere? Das Besondere ist, glaube ich, dass wir 4 Kommissare sind, die zusammen ermitteln und ein gutes Team sind, was ich auch nach wie vor toll finde. Und das Tollste an der Arbeit ist eigentlich, dass wir uns auch privat so gut verstehen und richtig Spaß miteinander haben und uns auch die Bälle zuspielen wollen und nicht gegeneinander spielen wollen. Und ich finde das auch eigentlich schön, dass wir auch als Team in dem Film so gut funktionieren. Und das merkt man. Also immer, wenn mal wirklich eine Ensemble-Szene ist und ihr alle in einem Raum seid, es ist wirklich ein Fest. Das kommt bam, bam, bam. Man merkt, dass da viel Freude bei entsteht. Wie lange probt ihr so für eine Szene, bevor es dann heißt und bitte? Es kommt immer darauf an. Also ich glaube, wenn es eine schnelle Szene ist, dann weniger lang. Aber wenn es eine komplizierte Szene ist, schon länger. Und wir haben jetzt immer sehr viel Leseproben gemacht. Das hat bedeutet, dass man schon sehr genau wusste, wo man hin will als Figur und wo die anderen stehen und so. Und das hat immer geholfen. Und bei euch wird auch mit neuester 3D-Tatortbegehungstechnik gearbeitet. Das ist so ein bisschen der visuelle Clou bei euch. Steht das dann im Drehbuch richtig drin? Man sieht dann das und das? Oder sind bei euch nur Texte und ihr lasst euch überraschen, wenn das dann läuft? Nee, man schreibt das schon vorher rein, damit man genau weiß, auch was wir sehen, wo wir hingucken, weil wir sehen wahrscheinlich meistens nichts, aber wir gucken natürlich dann so, dass es auch passt. Und einer der schönsten Momente bei Die Tote vom Balkon war für mich, du bist mit einem Kollegen in der Wohnung und du durchsuchst irgendwas und entdeckst ein Geheimfach, ja, und sagst, oh, ist nichts drin. Und dein Kollege sagt, na, immerhin hast du das Geheimfach gefunden, Columbo. Ja. Und dann kommt die richtigste aller Antworten. Du sagst, Columbina, wenn schon. Das ist natürlich super nice, allein die weibliche Sicht zu machen. Glaubst du, dass die Leute, die das Quartett gucken, Columbo noch kennen? Ja, doch. Es läuft ja im ZDF. Ich glaube schon. Vielleicht nicht alle, aber doch, ich glaube es, ja. Und wer es nicht kennen sollte, Columbo war ein Kultdetektiv, der irgendwie, wann immer er einen Tatort verlassen hat, noch einmal zurückkam, weil er noch eine einzige Frage hatte er noch. Und war damals so ein bisschen revolutionär. Ich glaube, 70er, 80er, RTL hat es in den 90ern dann auch nochmal 100-mal gezeigt. Wenn du das so liest in einem Drehbuch, ich meine, das ist natürlich schön, weil eben die weibliche Form dann noch von dir reingeworfen wird. Freust du dich über so popkulturelle Anspielungen oder denkst du da anders drüber? Nö, ich freue mich schon. Also ich finde insgesamt, dass da ziemlich viel dabei ist, was versucht, zumindest mal ein bisschen neuer zu sein und so weiter und so fort. Also gerade sowas finde ich schön in dem Quartett.
generell diese kleinen Anspielungen so gegeneinander, so diese kleine Bissigkeit, die ja auch eher freundschaftlich ist als kollegial. Es gibt einen Moment, da seid ihr auf dem Weg zu einem Hausmeister und dann sagst du, 187 Mark habe ich für meine erste Studentenwohnung bezahlt. Und dein Kollege sagt, muss ewig her sein. Und du so, charmant. Wie sehr freut man sich, wenn man weiß, okay, ich darf das jetzt mit jemandem, mit dem ich auch gerne spiele, so eine kleine feine Szene auch machen? Oder denkt man sich, ach komm, lass die fünfmal drehen, das macht so viel Spaß? Ich bin ja immer ein Freund davon, dass es schnell geht, weil ich finde, oft die ersten Takes haben das Natürlichste, weil man da nicht so abgenudelt ist und nicht schon so dreimal die gleiche Sache gesagt hat. Deswegen, ich freue mich immer, wenn es Regisseure sind, die ja auch darauf stehen, es schnell so nicht hinter sich zu bringen, aber diesen ersten Moment, der hat immer das, ja, das Schönste eigentlich. Genau. Und wenn man natürlich jemanden gut kennt, wie jetzt hier Anton Spieker, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich noch höher, dass es dann auch gelingt. Und du bist mit 5 Geschwistern groß geworden. Kommt das, dieser Fabel, ja komm, wenn es beim ersten Mal sitzt, lass uns damit durchgehen? Weil natürlich 5 Geschwister finde ich ja schon sehr krass. Nee, ich glaube, ich bin generell einfach ein Freund von Schnelligkeit. Aber das heißt nicht von Schlampigkeit, sondern einfach, ich finde es toll, wenn die Dinge ein gewisses Tempo haben. Und es liegt mir dann besser, als wenn Dinge zäh, langsam und zu, wie soll ich das sagen, träge sind. Das ist einfach nur so eine menschliche Seite, glaube ich. Und das mit den vielen Geschwistern, kommt, glaube ich, was anderes her. Und zwar, glaube ich, die Teamfähigkeit. Dass mir es wirklich immer mehr Spaß macht, in so einer Gruppe zu sein, als irgendwie so alleine irgendwas machen zu müssen. Und deswegen finde ich, passt das Quartett gut, weil ich so gewohnt bin, mit einer Gruppe zu agieren und nicht denke, ah, der eine nimmt mir die Butter vom Brot oder sowas. Und wenn wir jetzt nochmal auf schnell und langsam in Richtung Geige gehen, spielst du da lieber schnell oder lieber langsam? Auch da habe ich, glaube ich, in der Musik fand ich auch die langsamen Stücke toll, ehrlich gesagt. Also Geige, richtig getragene Stücke mit Klavier oder sowas, das konnte großartig sein, aber ich habe auch gern Vivaldi, die 4 Jahreszeiten oder sowas gespielt. Aber leider spiele ich gar nicht mehr so toll. Schade, dass man das nicht üben kann, ne? Ja, doch, ich könnte es üben, aber jetzt, da ich irgendwie Regie studiert habe noch und zu dem Schauspiel auch noch jetzt gerade zum Beispiel sehr viel Drehbuch schreibe und 2 Kinder habe, dann fehlt einfach die Zeit, da irgendwie abends noch irgendwie so zu üben, weil da braucht man Muße dafür und Ruhe, weil es auch erstmal nicht mehr so toll klingt, wenn man es 15 Jahre nicht gemacht hat. 15 Jahre, krass. Ja. Die Zeit. Ja. Und du hast damals 2-mal in Folge Jugend musiziert gewonnen. Mhm. Also auch, das war auch Teil, einmal einzeln und einmal aber auch als Gruppe. Ja, aber wie abgefahren. Dieser Bundeswettbewerb ist ja einer der wenigen, die irgendwie jeder Schüler, jede Schülerin in Deutschland mitkriegt, weil die MusiklehrerInnen da ja immer völlig ausflippen. Oh Gott, Jugend musiziert. Jemand von unserer Schule ist dabei. Und du hast gleich 2-mal hintereinander. Warst du dann beliebter bei MusiklehrerInnen oder eher unbeliebter, weil du gut warst? Naja, ich glaube, ich war sonst in der Schule so schlampig und so faul, muss man ehrlich dazu sagen, dass ich, hätte ich die Geige nicht gehabt, glaube ich, und hätte ich nicht so ein Fach oder so eine Sache gehabt, wo ich wirklich richtig gut war und was mir auch so richtig, richtig Spaß gemacht hätte, hätte ich vielleicht auch gar nicht so, ja, Erfolgserlebnisse gehabt, und durch die Geige ist das so gekommen und es hat mir gereicht. Ich war auf einer Waldorfschule und da das Tolle dort ist tatsächlich, dass künstlerische Fächer genauso viel wert sind wie Deutsch oder weiß ich nicht, keine Ahnung, Mathe oder sowas. Und es ist hier jetzt an zum Beispiel bayerischen Schulen so, habe ich immer das Gefühl, wenn man nicht in Mathe und Deutsch klasse ist, ist man irgendwie nichts wert. Und ob man jetzt irgendwie fantastisch Geige spielt, das interessiert fast keinen, weil das ist ja nur Kunst. Ja, auf jeden Fall trotzdem herzlichen Glückwunsch. Hast du die Auszeichnungen noch irgendwo? Oder sind die im Laufe der Jahre mit den Umzügen versehentlich verloren gegangen? Ja, die sind verloren gegangen, die habe ich nicht mehr. Wie bist du denn überhaupt zur Schauspielerei gekommen oder ist die zu dir gekommen? So ein bisschen beides, weil ich war ja, wie gesagt, auf einer Waldorfschule und da haben wir immer schon Theaterstücke aufgeführt. Irgendwie, ich glaube, 3 im ganzen, ja, bis zum Abitur. Und da saß tatsächlich mal eine Agentin drin, die dann sagte, ob ich das nicht machen will. Es war mir aber nichts Fremdes, weil meine Schwester war ja schon auf der Schauspielschule. Und deswegen ist es so gemischt gewesen. Also eigentlich dachte ich tatsächlich immer, ich würde Musik oder Kunst studieren. Und dann kam das Schauspiel und jetzt ist es der Film geworden. Und am Ende des Tages, finde ich, ist es hat alles wirklich viel miteinander zusammen zu tun.
Also auch Musik ist im Film und gerade wenn man Regie studiert, dann merkt man immer Dramaturgie eines Theaterstücks oder eines Musikstücks. Da denke ich oft an die Geige, wie hätte ich das jetzt gespielt? Und dann kann ich es auch übersetzen als Regisseurin oder Schauspielerin. Und deine ältere Schwester Mareina, die ist ja zuerst Schauspielerin geworden. Hat sie gesagt, Mensch, das wäre auch was für dich? Oder hast du einfach nur gedacht, das sieht nice aus, was sie da macht? Nee, ich bin ihr eher hinterher gestiefelt, muss ich sagen. Also ich fand es toll, was sie da macht, aber sie ist auch zum Beispiel sehr viel mehr so als aufs Theater irgendwie angesprungen, was bei mir gar nicht so stark war. Also für mich war es immer mehr der Film und Mareina war ja auch an tollen Theatern, also am WE und so weiter und so fort. Und da habe ich mich selber zum Beispiel nie so gesehen, sondern ich wollte immer zum Film. Aber jetzt, wenn sie sich jetzt dazu entschlossen hätte, Atomphysikerin zu werden, hättest du gesagt, oh ja. Wäre ich auch hinterher? Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das war schon so in uns drin. Gut, auch vielleicht durch die Prägung der Schule. Meine andere Schwester, ich habe ja, wie gesagt, 2 Schwestern und 3 Brüder. Meine andere Schwester ist Künstlerin geworden, auch in Berlin und macht jetzt ganz tolle Skulpturen. Also wir sind alle eher in die künstlerische Richtung gegangen. Auch die Männer? Nee, die nicht. Die waren auch nicht vollständig auf der Waldorfschule. Die sind was anderes geworden. Physiker, also da ist zum Beispiel ein Physiker dabei. Physiker, Jurist und ein anderer hat ein Start-up gegründet. Das sind wahrscheinlich sehr interessante Familientreffen. Ja, ist schön. Also wir verstehen auch uns alle gut. Das ist zum Beispiel, ja, das ist toll. Das ist sehr gut. Bevor wir gleich über deine Arbeit als Regisseurin reden, möchte ich dich fragen, worüber möchtest du gerne mal reden? Was liegt dir am Herzen? Mir liegt eigentlich alles am Herzen und vor allem liegt mir gerade zum Beispiel so ein bisschen am Herzen, wie wir in Corona-Zeiten mit der Jugend umgegangen sind. Ich habe zum Beispiel einen Sohn, der ist 12 und da sehe ich zum Beispiel gerade, also das beschäftigt mich gerade sehr, dass es sehr, sehr viele junge Menschen gibt oder gerade Jugendliche, denen es gerade sehr, sehr schlecht geht. Und das beschäftigt mich gerade irgendwie sehr. Ja, das glaube ich. Mir hat das eine befreundete Schauspielerin auch erzählt. Bei ihr, ich weiß nicht, ob es ihr Kind war oder von der Freundin, da sagte eins der Kinder, warum stehe ich eigentlich morgens noch auf? Ja. Also wirklich so richtig krasse Gedanken, bei denen du denkst, oh Gott, jemand so jung ist, ja, das hat doch alles gar keinen Sinn. Ich meine, du bist Mutter, du erlebst noch viel, viel näher. Wie geht man damit um? Was sagt man den Kindern? Ja, also das ist wahnsinnig schlimm. Ich sehe es gerade bei Jungs. Also gut, jetzt habe ich auch einen Junge, der ist 12, der wird bald 13. Das ist ganz, ganz schlimm. Das hat meiner auch gesagt, solche Sachen. Aber auch nicht nur meiner. Ich habe jetzt hier Tausende getroffen, die sowas verlautet haben. Also weil man ja so sagt, Homeschooling ist klasse, das macht den Kindern nichts. Und Herr Spahn verkündet ja auch, dass man im Herbst weitermachen soll. Und das finde ich richtig, richtig schlimm, dass man auf den Köpfen der Jüngsten so wahnsinnig Wahlkampf oder irgendwie Corona-Politik betreibt. Und das sind ja auch noch die, die es am allerwenigsten treffen würde, wenn. Und ich habe auch mal Freunde besucht und da sagten die Eltern, ja, unsere Tochter liegt in einem Hinterzimmer, die ist gerade nicht gut drauf. Und dann sagte ich, was ist los? Ja, die Freundin hat sich versucht umzubringen. Sowas, das war jetzt Alltag. Ja, man spricht ja von einer Generation, die da noch richtig hart dran zu knabbern haben wird, weil die Bundesregierung ja auch die Kinder, man kann den Eindruck bekommen, ein wenig vergessen hat. Vor allen Dingen wieder in das Strohfeuer schickt. Ne? Also die wie gesagt, jetzt gerade verkündet ja Spahn wieder, dass sie im Herbst einfach mal aus Sicherheitsgründen wieder in den Wechselunterricht gehen sollen. Und ein Kind, was so sinnlos am Laptop sitzt und irgendwie so Physik, Hausaufgaben macht, das ist nichts. Was soll das? Das verstehe ich komplett, dass man da dazwischen gamed oder irgendwie YouTube-Videos guckt. Also wenn es gute sind, wie hier, dann ist es ja was anderes. Aber die Freude geht verloren und das ist sowas Wichtiges, gerade für junge Menschen. Ja, es ist, hoffentlich wird da eine gute Lösung gefunden in irgendeiner Form. Huiuiui. Du bist auch nicht nur Mutter und Schauspielerin, du hast es auch schon gesagt, auch als Regisseurin tätig. Ihr habt eine tolle Firma, die heißt Man on Mars. Und ihr habt, ich möchte mit dir über 2 Filme sprechen, die ihr gemacht habt. Zuerst über Mollat und Plötzlich bist du verrückt. 90 Minuten Dokumentarfilm, du hast Regie und Produktion gemacht mit Leonie Stade zusammen. Und der Anwalt von Gustl Mollat, Wilhelm Schlötterer, war auch hier schon zu Gast und hat versucht zu erklären, was da los ist. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte da draußen kennt von Gustl Mollat. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, weil das ist mit Abstand einer der abgefahrensten Gerichtsfürchterlichkeiten, die jemals in Deutschland passiert sind. Kannst du es kurz zusammenfassen? Du musst gar nicht kurz, aber fass uns mal zusammen, was da los war und warum du einen Film darüber gemacht hast.
Ja, genau. Also Gustl Mollat war ein Mann, der in einen ja sehr dramatischen Ehestreit geraten ist. Und die Frau hat ihn immer wieder angeklagt, dass sie ihn, also dass er sie verletzt. Und dann hat Gustl Mollat ja publik gemacht, dass die Frau ja mit Schwarzgeldgeschäften zu tun hat. Bisschen tricky, weil diese Schwarzgeldgeschäfte waren damals nicht ganz so schwarz, wie sie jetzt sind. Also sie hat Geld in die Schweiz gebracht, die war Bankerin. Und genau, dann kam es zu mehreren Prozessen und Gustl Mollat hat sich immer wieder gewehrt und hat gesagt, ja, ich habe ihr was getan, oder beziehungsweise hat es abgestritten, mehr oder weniger, aber hat immer auf die Schwarzgeldgeschichten gepocht. Und dann kam hinzu, dass noch ein zweiter Delikt passiert ist. Und zwar hat jemand 43 Autoreifen aufgestochen bei einem bekannten Autohändler. Das hat man ihm dann in die Schuhe geschoben. Ist auch nicht geklärt, ob es nicht auch wirklich war. Aber die Schwarzgeldanschuldigung hat man ihm als Wahn ausgelegt. Und somit ist er in die Psychiatrie gewandert und saß dort 7 Jahre. Und ja, wenn man einmal sozusagen als unzurechnungsfähig gilt, dann hat man auch, wenn man nicht richtig mitmacht, sehr, sehr schlechte Chancen, dort aus dieser Forensik wieder rauszukommen. Und das ist ihm passiert. Und dann hat er Briefe geschrieben an Zeitungen, in dem Fall war es die Süddeutsche Zeitung, und hat auf seine Situation aufmerksam gemacht und kam dann tatsächlich durch einen Verfahrensfehler, also dann macht man ein Wiederaufnahmeverfahren, und so kam er dann aus dem Gefängnis raus. Also wirklich so abgefahren. Also bei der zweiten Verhandlung, da war auch der Richter, wann immer Gustl das Wort Schwarzgeld gesagt hat, hat der, wenn Sie das noch einmal sagen, dann lasse ich Sie sofort wegbringen. Also wirklich völlig aus der Welt gerissen. Wie gesagt, das Interview mit Wilhelm Schlötterer, dem Anwalt, dazu vielleicht mal angucken, ist richtig krass. Und warum hast du dann gesagt, darüber machen wir eine Dokumentation, einen Dokumentarfilm mit Leonie Stade? Also es war tatsächlich so, ich lese sehr viel Zeitung und diese Geschichte über Gustl habe ich gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Es war wirklich nur eine Randnotiz, damals saß er noch in der Forensik. Und dann dachte ich mir, was für eine abgefahrene Geschichte, ist bestimmt ein abgefahrener Mensch, ist er auch, ist ein sehr eigenwilliger Mensch. Und dann dachte ich mir, wir waren noch mitten in der Ausbildung, also mitten in der Filmhochschule. Und dann habe ich mir gedacht, ja, über den mache ich einen Film. Und habe ich Leonie mit reingeholt, oder wir zwei haben dann gesagt, das machen wir. Und damals war meine Tochter so klein, ich weiß nicht, 2 Monate. Und dann ist sie losgefahren ins Gefängnis, in die Forensik nach Bayreuth und hat ihn dort besucht. Und hat ihn gefragt, ob er nicht einen Film mit uns macht. Und er hat dann gesagt, ja, macht er, wenn er rauskommt. Und das ist er dann. Und dann haben wir ihn 2 Jahre seines Lebens begleitet. Krass, krass, krass. Und wenn ich den Film jetzt gucken wollen würde, kriege ich den irgendwo? Ich glaube, der ist noch online zu kriegen. Aber ich bin mir auch nicht mehr so sicher, ob es so ist. Aber ich denke, müsste es eigentlich, ja. Weil das ist doch eigentlich, da müsste doch irgendein Streaming-Anbieter sagen, geil, den muss es natürlich bei uns geben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also das Problem ist, wir haben die Rechte alle abgegeben an den Verleih und die müssen das machen. Das ist leider sehr schwierig, wenn man irgendwie an der Filmhochschule ist. Hat man natürlich noch nicht so eine Durchschlagskraft auf dem Markt und kennt sich so wahnsinnig gut aus. Und dadurch, dass es so ein früher Wurf praktisch war, muss man jetzt nochmal gucken, was man damit macht. Das war 2015, 2018 gab es dann All I Never Wanted, Spielfilm 89 Minuten. Du hast wieder mit Leonie Regieproduktion, Drehbuch gemacht. Du hast selbst mitgespielt, deine Schwester auch, Leonie auch und die großartige Adam Morg war dabei. Wer das verpasst haben sollte, worum ging es in dem Film? Der hat ja für Aufsehen gesorgt, ne? Genau, also es geht eigentlich um Frauen, die sich hochkämpfen. Jetzt mal ganz knapp gesagt kann man, das ist so ein bisschen eine Persiflage auf die so ganze MeToo-Debatte. Und das Lustige war aber in unserem Film, wir haben den gedreht vor diesem ganzen Weinstein-Desaster. Und es geht um ein junges Model, die sich eben hochkämpft in Mailand. Die ist 17 und versucht dort Topmodel zu werden. Und das sind wirkliche echte Topmodels, die dort mitspielen. Und dann geht es um eine Schauspielerin, die gerade mal 40 ist, aber schon ausgemustert wird, weil sie zu alt ist. Und es gibt eine sehr, sehr lustige Szene, da wird deiner Schwester gezeigt, sie sollte irgendeinen jüngeren Typen küssen. Und dann geht der Regisseur zu dem Typen, packt ihn an den Hinterkopf und sagt, du musst ihn richtig packen und küsst ihn einfach. Und dann zieht sich noch so ein Liebesfaden weg. Und es ist alles okay zu dem jungen Mann. Also, ja. Ja, genau. Also krass. Aber den Film, kann ich den irgendwo
finden? Ja, der wird bald an einen Streamer gegeben. Also der war jetzt lange online und zwar in der ARD-Mediathek, aber jetzt ist er raus und dann kommt er zu den Streamingdiensten. Genau. Du bist auch dabei bei Kommissar Dupin. Dort spielst du die, wie spricht man den Namen richtig aus, ohne sich zu blamieren? Nolwenn, aber ich muss es leider korrigieren, ich bin nicht mehr dabei, weil das nicht mehr geklappt hat. Ich hatte zu viel zu tun da mit dem Quartett und dann hätte man ja letztes Jahr nach Frankreich fliegen müssen und das dauert immer einen Tag hin, einen Tag zurück und dann hat es nicht mehr geklappt. Also es hat sich leider ausgespielt und jetzt ist da jemand Neues. Du warst also ich war dabei, genau. Viele Jahre dabei und das ist ja auch unglaublich. Die erste Folge hatte knapp 4 Millionen, die letzte bretonische Spezialitäten über 7 Millionen. Also man kann schon sagen, du avancierst zur 7 Millionen Frau, ja? Ich weiß es nicht. Wenn dann meine Filme auch 7 Millionen Leute gucken, das ist dann gut. Ja. Das hoffe ich. Ihr habt ja sicherlich mit der Firma noch sehr, sehr viel vor. Darfst du denn da schon was verraten oder ist da alles ein bisschen geheim? Nee, ich kann nur so viel sagen, dass Leon und ich gerade wieder was Neues schreiben, was dieses Jahr wahrscheinlich auch noch gedreht werden soll. Das ist wieder ein 90-minütiger Film. Und genau, also ich bin gerade an vielen neuen Ideen dran, sowas, das darf ich verraten. Aber ich habe immer so einen Aberglaube, wenn man sie erzählt, bevor sie passiert sind, das ist einfach die Erfahrung aus dem Film, da braucht nur einer irgendwie plötzlich krank zu werden, irgendwas und nichts, also alles ist abgebrochen. Und deswegen erzähle ich es immer erst dann, wenn es gerade gedreht wird oder schon vorbei ist, dann weiß ich, dass es auch geklappt hat. Okay, wenn das Material gesichert ist, dann können wir drüber reden. Du hast bei Instagram, nimmst die Leute ein bisschen mit, du hast in einem Impfzentrum geholfen, das finde ich sehr, sehr gut. Ehrenamtlich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und du hast ein Foto gepostet, das ist schon etwas länger her. Und jemand hat darunter kommentiert, ah, die wilde Annika. Ich war damals immer nur Emily Erdbeere. Vor 15 Jahren jeden Abend in Berlin feiern, ja? Ja, habe ich gemacht, ja. Nice. Also, ich bin nach Berlin gegangen und war eigentlich immer, immer, immer unterwegs, jeden Abend. Schön. Deswegen habe ich, glaube ich, so mitgelitten mit den armen jungen Menschen, weil ich mir dachte, das ist einfach die Zeit, wo man Menschen braucht, um zu lernen auch. Also so doof es klingt, auch Party machen bedeutet Menschen treffen und auch Sozialisation von irgendwelchen Erfahrungen und so weiter und so fort. Ich möchte mit dir noch über eine letzte Szene aus dem Quartett sprechen. Und zwar, die ist relativ zum Ende. Du kommst zu einem Tatort und da ist eine Polizistin, die dir ein kurzes Update gibt. Die ist aber super gelangweilt und angepisst und sagt so, das, das und das und das und das und das haben wir. Und dann ist so, okay, danke, gehst rein. Und dann will sie gerade wieder diesen Zugang verschließen. Und dann kommt noch jemand und sagt, ich muss raus. So, dann habe ich als Zuschauer sogar, krasser Moment. Aber mal ganz erlaubt gesagt, was sollte das? Ach, ich glaube, das ist einfach nur so ein kleiner Gag gewesen, weil manchmal sind ja Polizisten so, keine Ahnung, die Menschen sind nicht immer freundlich und zuvorkommend. Und die war genervt, also gespielt genervt, dass sie da nachts kommt. Und ich finde, die hat das gut gemacht. Und gerade wenn man so kleine Auftritte hat, wie zum Beispiel einfach nur die Polizistin, die den Tatort sichert, ist es manchmal sehr dankbar, wenn die Regie einem einfach eine Aufgabe gibt. Zum Beispiel, du bist schwer genervt und willst eigentlich schlafen oder dein Ehemann wartet im Bett und du bist jetzt hier gelandet, du ärgerst dich. Ich glaube, das war einfach der Grund. Aber es ist auf jeden Fall hängen geblieben. Es hat Spaß gemacht. Mal sehen, vielleicht sehen wir sie ja in einer anderen Folge wieder. Ich hoffe ja, dass wir den jungen Go wiedersehen. Denn es bahnte sich ja eine kleine Liebelei an mit deiner Figur und eben seiner. Kannst du da vielleicht schon sagen, ob wir ihn wiedersehen? Oder darfst du da gar nicht irgendwie Hoffnung machen? Naja, ich hoffe es sehr, aber ich weiß nicht, die nächsten Bücher werden gerade geschrieben. Ich meine, es ist ja auch so, man muss ja auch gucken, wie reagieren die ZuschauerInnen auf diese Figur. Freut man sich, funktioniert das? Oder an der Stelle, liebe AutorInnen, das hat funktioniert. Ich würde mich freuen und ich denke, für deine Figur wäre es auch sehr, sehr schön. Ich freue mich auf alle weiteren Folgen von Das Quartett und was immer da noch so kommt, auch von deiner Firma und von dir als Regisseurin, freue ich mich sehr. Annika Blendl zu Gast in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein, es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und was wir alle machen können, ist zum Beispiel Organspender werden. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, recherchiert das mal. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt der Abschluss mit Annika Blendl. Bis dann. Das ist jetzt gemein, weil ich habe es schon vorher gesagt. Ich wollte eigentlich dafür sprechen, dass man einfach die jungen Menschen zu dieser Zeit oder zu dieser heutigen Corona-Zeit mitnimmt, weil
wir, glaube ich, ganz, ganz oft vergessen, gerade in der deutschen Politik, dass die Menschen auch eine Seele haben. Und dass die Seele zwar vielleicht jetzt irgendwie in der Marktwirtschaft nicht so viel zählt und auch nicht so viel zahlt, aber dass es doch wahnsinnig wichtig ist, dass wir jeden in dieser Gesellschaft mitnehmen. Und ob sie arm, reich, jung, groß oder klein sind, sollte egal sein. Und auch, ob sie eine Wirtschaftskraft haben, sollte egal sein. Und das wünsche ich mir, dass wir auf alle Menschen achten.